Flux FM in digitaler Gesellschaft. Volker Tripp vom Digitale Gesellschaft e.V. ist bei uns im Studio. Hallo Volker. Moin. Oh, das Mikro hast du. Moin. Ja, richtig. Volker, Zero Rating, wir haben es gerade schon mal angesprochen. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, es genau zu erfassen. Erklär's mir mal in zwei Sätzen, als wäre ich 5 Jahre alt. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber was beim Zero Rating passiert, ist eigentlich relativ einfach. Dein Telekommunikationsanbieter gibt dir die Möglichkeit, dass du einen bestimmten Dienst im Internet nutzt, ohne dass dieser Traffic, dass der Datenverkehr auf dein Datenvolumen angerechnet wird. Also man kennt das vor allen Dingen aus dem Mobilfunk. Genau, das Beispiel, was dann immer angeführt wird, ist Telekom und Spotify. Also dass bei Telekom-Verträgen das normalerweise nicht in Rechnung gestellt wird, weil man Spotify noch nutzt, obwohl das Datenvolumen alle ist. Mhm. Wo kommt das sonst noch vor? Weil das ist ja ein sehr spezieller Fall. Gibt es da noch andere Programme, Anbieter, die da... Ja, in Deutschland nicht allzu viele bisher, muss man sagen, aber beispielsweise Facebook hat in Indien versucht, sowas an den Start zu bringen, das hieß dann Basics und die Idee war eben dabei, dass man genau, auch wenn das Datenvolumen erschöpft ist, Facebook und bestimmte ausgesuchte Websites noch benutzen konnte, während eben der Datenverkehr zu anderen Websites komplett gedrosselt war. Okay, das klingt doch eigentlich alles total nett, also warum findet ihr die Praxis dennoch problematisch? Ja, man könnte erstmal meinen, dass der Kunde dadurch irgendwie mehr Auswahl gewinnt, tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Denn diese Bevorteilung eines Dienstes ist ja eine Benachteiligung aller anderen Dienste. Und damit das erste Problem, was entsteht, ist vor allen Dingen auf Seiten der Dienste. Das Internet ist ja heute dieser große Raum mit wahnsinnig vielen Möglichkeiten, wahnsinnig vielen verschiedenen Angeboten, weil eigentlich alle Dienste stets die gleiche Möglichkeit hatten, gleich gut die Daten zu ihren Kunden, zu ihren Nutzerinnen und Nutzern zu bringen. Und genau dieses Prinzip, auch Netzneutralität genannt, wird durch Zero Rating gezielt unterwandert. Denn da ist es plötzlich so, dass ein Dienst, der bezahlt natürlich den Telekommunikationsanbieter dafür, selbst dann, wenn die Kunden eben nicht mehr auf andere Webseiten zugreifen können, aber noch genau auf diese Webseite, auf diesen Dienst zugreifen können und damit erkaufen die sich schlicht einen Wettbewerbsvorteil. Und damit geht genau diese Innovationskraft des Internet, die es eben zu dem gemacht hat, was es heute ist, letztlich verloren. Okay, also nun hat die Telekom, um bei dem Beispiel mal zu bleiben, die Drosselung von Spotify ja mit der EU-Verordnung zur Netzneutralität begründet. Also Telekom macht das jetzt nicht mehr mit Spotify. Also Spotify kann man wohl nicht mehr weiter nutzen? Nein, nicht ganz. Also die Telekom hat das Ende März ein bisschen verändert, dieses Angebot. Es ist immer noch so, dass der Datenverkehr zu Spotify, wenn man das speziell gebucht hat natürlich, da muss der Kunde auch für bezahlen, dass dieser Datenverkehr nicht auf das Volumen angerechnet wird. Wenn das Volumen aber durch die anderen Dienste, die man so nutzt, erschöpft ist, dann wird Spotify genauso gedrosselt wie alle anderen auch. Und da sagt dann die Telekom, zeigt dann jetzt also mit dem Finger auf diese EU-Verordnung und sagt, die Netzneutralität ist schuld, das liegt daran, in der Verordnung steht drin, wir dürfen das jetzt nicht mehr. Aber dann ist doch eigentlich mit diesem Zero-Rating sowieso irgendwie so ein bisschen Schluss dann mit diese mit der EU-Verordnung, oder nicht? Naja, also die Telekom sagt das natürlich so. Damit möchte sie, glaube ich, vor allen Dingen gern Nutzer, die sich jetzt an dieses Spotify-Angebot gewöhnt haben und da eben für bezahlen, so ein bisschen auf die Palme bringen und die Netzneutralität in ein schlechtes Licht rücken. Und tatsächlich ist das keineswegs so klar, wie die Telekom behauptet, dass diese Verordnung das Zero-Rating verbietet. Genau das ist nämlich in der Verordnung einer der ganz, ganz wunden Punkte, neben verschiedenen anderen, denn diese Verordnung ist wahnsinnig vage formuliert an ganz vielen Stellen und vor allen Dingen an Stellen, die wichtig sind, wie zum Beispiel die Frage, darf ich jetzt Zero Rating machen oder nicht? Das steht klipp und klar in der Verordnung überhaupt nicht drin und momentan versuchen die europäischen Telekom-Regulierungsbehörden gerade eine Konsultation durchzuführen, also sie versuchen sich, sie tun es auch, sagen wir mal, Regeln für die Auslegung und Anwendung dieser Verordnung zu finden. Aha. Und erst wenn die das wirklich gemacht haben, steht im Ergebnis fest, ob denn jetzt Zero Rating verboten ist oder nicht. Also mit anderen Worten, was die Telekom da macht, das ist so quasi Lobbyismus. Politik. Ja, Politik, genau. Ja. Was haben jetzt die Niederlande damit zu tun? Die haben jetzt ein Gesetz verabschiedet, weil zum Thema Zero Rating, dass das Zero Rating nämlich verbietet. Die haben gedacht irgendwie so, wir brauchen ja ein extra Gesetz, diese EU-Verordnung reicht nicht, oder was? Ja, also ob sie das gedacht haben, weiß ich nicht, aber sie schaffen halt jetzt erstmal Fakten. Ja. Die preschen jetzt vor und zeigen, wir wollen diese Praktik des Zero Rating nicht. Ja, sie gehen sozusagen auf Nummer sicher und erlassen jetzt mal ein nationales Gesetz, was eben genau diese Praxis verbietet. In Indien ist es so ähnlich passiert, da hat die dortige Telekommunikationsbehörde das verboten. In Amerika macht man das auf so einer Fall-zu-Fall-Basis, also manche Angebote, die werden da kritisch gesehen, bei anderen sieht die FCC, das ist der dortige Regulierer, das eben nicht so kritisch. Genau, aber das ist jetzt eben der Fall. Die Niederlande sind ja schon mal vorgestellt,
vorgeprescht und haben gesagt, uns ist Verbraucherschutz besonders wichtig, uns ist Innovation im Internet besonders wichtig und deswegen machen wir klar, diese Praktik darf es bei uns nicht geben. Zero Rating, hat das auch gute Seiten irgendwo? Das kommt vielleicht ein bisschen drauf an, naja, wen man fragt. Wenn ich an Spotify bin, klar, würde ich sagen so, natürlich. Genau, also die Dienste, die sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil erkaufen können, die finden das vermutlich gut. Und ich nehme an, dass auch die Telekom oder ähnliche Telekommunikationsunternehmen das gut finden. Verstehe mal, also hat das wirklich was Gutes für sich in irgendeiner Form? Könnte man das für irgendwas Tolles nutzen? Nee, eigentlich nicht. Okay. Also das, ich sehe eigentlich keinen, also vielleicht bei Notfalldiensten oder sowas aber kann das ja sinnvoll sein. Ne? Eben, genau. Und da hat man eh so eine Regelung und insofern sehe ich also jedenfalls als kommerzielles Angebot nicht den wirklichen Sinn. Das Einzige wirklich, wozu es führt, ist, dass es Innovation und Wettbewerb im Internet erschwert und im Ergebnis sogar zerstören könnte. Okay, so. Wir sind uns einig, also Zero Rating ist scheiße. Wie können wir als normaler Mensch darauf Einfluss nehmen, dass das wirklich verboten wird? Ja, ich sagte ja vorhin schon, die europäischen Telekom-Regulierer machen momentan so eine Konsultation. Und an dieser Konsultation kann sich grundsätzlich jeder beteiligen. Ah. Jetzt denkt man erstmal, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Auch sehr komplizierte Fragen, die einem da im Rahmen dieser Konsultation gestellt werden. Deswegen haben wir als Verein zusammen mit unserer europäischen Dachorganisation EDRI so ein Tool gebaut, das findet man online unter savetheinternet.eu, ne? Savetheinternet.eu, ganz einfach. Und da findet man eben zum einen eine Anleitung, da werden diese Fragen näher erklärt, da wird dann auch gesagt, was, also man findet auch so Antwortvorschläge und Erklärungen, warum, wieso, weshalb es jetzt vielleicht sinnvoll ist, so oder so zu antworten. Man kann sich natürlich, wenn man möchte, auch ganz anders entscheiden, aber dieses Tool vereinfacht eben die Teilnahme an dieser Konsultation. Und man muss sagen, das kann tatsächlich was bringen. Also in Amerika hat es einen ähnlichen Fall gegeben. Die FCC hat das gemacht vor 2 Jahren und da sind, ich glaube, insgesamt fast 4 Millionen Kommentare eingegangen. Und während es ursprünglich so aussah, als wenn die eben solche Praktiken wie Zero Rating nicht verbieten würden, war es im Ergebnis so, dass sie halt eine sehr, sehr strikte Netzneutralitätsregulierung gefunden haben, die eben auch sehr verbraucherfreundlich ist. Okay, also die EU-Verordnung zur Netzneutralität verbietet Zero Rating, behauptet die Telekom und drosselt künftig den Traffic von und zu Spotify nach Erreichen der Volumengrenze. Volker Tripp von Digitale Gesellschaft e.V. sagt, das verbietet die gar nicht und da müsste... Naja, also es ist offen. Es ist offen, es ist interpretierbar, es könnte klipper und klarer sein. So ist es. Und das sollte es auch in Zukunft. Ganz genau. Vielen Dank, dass du hier warst, Volker. Gerne. Ich hab's verstanden jetzt. Hey. Yay.